drängende Liebe. 2. Korinther 5, Verse 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Eine drängende Liebe hat nichts mit Aufdringlichkeit zu tun. Das wäre ja auch eine recht widersinnige Sache, wenn wir den Eindruck haben, dass wir uns anderen aufdrängen müssten, um sie zu lieben und selbst geliebt zu werden. Wahre Liebe kommt von Herzen und ist geduldig, aufrichtig, freiwillig und sucht nicht sich selbst. 1. Korinther 13, 4-5. Gott suchte auch nicht sich selbst, sondern er suchte ein Gegenüber. 1. Mose 1, 26. Das ist eine der herausragenden Eigenschaften der Liebe, dass sie nämlich nicht für sich selbst sein kann und sein will. Gott sucht nicht das Ich, sondern das Du. Menschen leben nicht in einem künstlichen Vakuum oder einem Paralleluniversum, wo sie sich selbst begegnen können. Das Ziel der Liebe sind nicht die ewigen Jagdgründe, denn die Liebe rennt niemandem anbiedernd und beutesuchend hinterher. Es ist auch nicht ihr Ziel, allem zu entsagen und sich selbst im Nirvana aufzulösen. Allein die Vorstellung, dass es das höchste Ziel eines Menschen sein könnte, ins Nichts zu entschwinden und alle Bestandteile seines Seins zu vergessen und aufzulösen, erscheint mir äußerst lieblos, kaltherzig und sinnlos. Die Bibel klärt uns stattdessen darüber auf, was unsere Existenz beinhaltet. Da heißt es in Römer 14, Verse 7-8, denn unser keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wenn wir uns nun mit Gottes Gnade bekehren durften, ist es uns auch ein Anliegen, diese Versöhnung weiterzugeben, zu predigen, Menschen das rettende Evangelium vorzustellen und sie einzuladen, sich mit Gott zu versöhnen. Und das bringt auch die Liebe unaufhörlich mit sich, anderen weiter zu sagen, was man selbst erfahren hat. Paulus, der ehemalige Christenverfolger, ist das beste Beispiel dafür, wie Liebe einen Menschen verändert und vorantreibt. 2. Korinther 5, 18-19 nachzulesen. Liebe will sich mitteilen und hat eine Vielzahl an Sprachen, Gedanken, Gefühlen, Ideen, Objekten, Möglichkeiten, Unmöglichkeiten und Bezugspersonen und so weiter. Da Gott in Person die Liebe ist, 1. Johannes 4, 16, und dies in erster Linie durch die Vergebung der Sünden in Jesus Christus deutlich wurde, drängte es Paulus, diese Botschaft und dieses himmlische Evangelium zu predigen und zu leben. Die Liebe treibt, aber keinen Mutwillen, keinen falschen Eifer, und sie bläht sich nicht auf. 1. Korinther 13, 4. Erkennen wir solche Verhaltensweisen bei anderen oder bei uns selbst, also Mutwilligkeit, blinder, gesetzlicher Eifer und Hochmut, kann es mit unserer Liebe nicht so weit her sein. Wenn wir das Evangelium nur mit dem Verstand leben und verkünden, sind wir vermutlich zu oft von Laune und Wetter abhängig und die Zeit bzw. Unzeit, die eigentlich keine Rolle spielen sollte, 2. Timotheus 4, 2, wird dominierend in unserem Leben und Alltag. Dann haben wir nämlich wirklich keine Zeit und keine Gelegenheiten. Was uns wirklich ergriffen hat, das hinterlässt auch seine Spuren, ohne dass wir uns dafür abrackern müssen. Geistliche Kraft entspringt aus der Liebe zu Gott. Und da, wo wir schwach sind, dürfen wir auf die Stärke Gottes vertrauen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Der Apostel Paulus hatte diese Kraft über jede menschliche Kraft und Geduld und Intelligenz hinaus, weil er Jesus liebte und geliebt wurde. Möge Jesus Christus auch uns dieses Feuer in Herz und Verstand einbrennen, damit wir ihm von Herzen dienen können, um Menschen mit dem Evangelium der drängenden Liebe und Gnade zu erreichen. Jeder an seinem Platz, jeder bei Gelegenheit und jeder mit der Liebe und der Kompetenz im Heiligen Geist, die Gott gibt. Amen.